So, hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Phantasy Star 4. Ja, man hört gleich raus, gleich am Anfang, die haben sich um den Sound endlich mal wieder Gedanken gemacht seit Phantasy Star 1. Während bei Teil 2 und 3 der Sound enorm nachgelassen hatte, sind wir hier wieder auf Mutant-Stand. Werde mit Vorlesen mal wieder ein bisschen sparen, so wie bei Phantasy Star Gaiden. 1994 kam das Spiel raus, da war Mega Drive quasi eigentlich schon tot. Das Spiel kam auch mit einer deutlichen Verspätung, aber man sieht, die haben aus dem Mega Drive noch mal mehr rausgeholt, als sie bei sämtlichen anderen Spielen versucht haben überhaupt. Unser Algo-Solar-System, endlich sind wir wieder da, nach Phantasy Star 3. Wurde Zeit, dahin zurückzukehren. Ja, ihr seht auch schon, wo wir ungefähr eingeordnet werden hier, zeitlich. Und an welchem Ort wir ungefähr uns befinden. 1000 Jahre sind es übrigens nicht wirklich, das sind 998 Jahre nach Phantasy Star 2. So, das war der Vorspann. Wie ich gerade angekündigt habe, um das Spiel ein bisschen einzukategorisieren, wir befinden uns wieder im Algo-Solarsystem. Ey, ja, wir wollen ein neues Spiel starten. Chess, we have work to do. Hurry up and get ready. Okay. Das ist Alice ihr Zuhause, die Alice, die wir hier gerade spielen. Die Frage, die man sich jetzt stellen könnte und die ich auch nicht beantworten kann, handelt es sich bei der Alice? Handelt es sich bei der Alice um unsere Alice Lendil aus Phantasy Star 1? Wer ein bisschen aufgepasst hat, 2284, das heißt also 998 Jahre nach Phantasy Star 2. Ja, möglich wäre es natürlich absolut, dass es sich um die Alice handelt aus dem Phantasy Star 1. Oh, schon kennt doch auch. Denn Alice aus Phantasy Star 1 ist ja, nachdem sie Königin von Palma wurde, ist sie ja weggeflogen, hat eine eigene Kolonie gegründet, ist in Stase schlafgegangen. Da ist die. Ups. Ja, das ist die Geschichte von Phantasy Star Gaiden. Dort ist sie 470 Jahre ungefähr später wieder aufgewacht und hat dort Böse besiegt und hat dann auch angekündigt, dass er wieder weg muss, um weiterhin das Böse zu bekämpfen. Wäre natürlich möglich, dass er sich dann wieder hat 450 Jahre eingefroren und dass sie wirklich die Alice ist, die angesprochen wird. Okay, wir sehen hier schon am Aufbau. Das hört sich, ja, wirklich sehr an Phantasy Star 2 orientiert.
kurz nach dem Spiel ja auch. Unsere zwei Charaktere, Alice und Chas. Und wir sollen jetzt erstmal zum Direktor. Ihr seht, die Animationen sind deutlich besser geworden, also gibt es überhaupt welche. Gut. Ja, Vollwert der Partner. Na gut. Ja, unser neuer Kopfgeldauftrag. Im Keller sind Monster ausgebogen. Tja, dann musst du dich waschen. Ja, wer sich jetzt wundert, hat die Fantasy Star Gaiden schon angekündigt? Oh, Sekunde. So, kurze Anruferunterbrechung. Ja. Was wollte ich gerade erzählen? Ja, ich habe mich bei Phantasy Star Gaiden schon dafür entschieden gehabt, nicht mehr so viel vorzulesen. Aus dem einfachen Grunde, ihr könnt euch das selbst durchlesen, selbst ein bisschen übersetzen. Liegt ganz einfach daran, dass ich immer Probleme habe, die eigenen Worte zu finden bei der Übersetzung. Verstehen tue ich zwar schon alles, was da steht, aber gib's mal wieder mit eigenen Worten. Liegt mir wohl nicht so. Deswegen werde ich euch jetzt die Möglichkeit geben, das immer selbst zu lesen. Ich denke mal, das ist wirklich so super leichtet Schulenglisch und stellt eigentlich ja kein Problem dar. Ja, ihr seht, die Comicbilder und so weiter, die haben sich wirklich Mühe gegeben, diese Serie von Phantasy Star ordentlich zu beenden. Na, ich hoffe, ich mach das nicht so schnell weg. So,
nicht nur das Paillet bekommen, wir haben auch jemanden mit. Jetzt sehen wir ein bisschen mal. Hier dürften schon Zufallskämpfe stattfinden. Hier gucken wir uns mal ein bisschen an. Die Kämpfe dürften euch auch wieder total an Phantasy Star 2 erinnern und ja nicht an Phantasy Star 3, wo man den Charakter wieder nicht gesehen hat. Änderung zu Phantasy Star 1 und 2 ist ebenso wie bei Phantasy Star 3, dass man, wenn man in die Häuser geht, in den Häusern rumlaufen kann. So sehen die Kämpfe in etwa aus. Wie gesagt, total angelehnt an Phantasy Star 2 wieder. Finde ich total geil. Weil Phantasy Star 2 auch mein Lieblingsteil war. Ich finde super, dass dann das Lauftempo erhöht haben. Werde jetzt mal aussehen. Ein bisschen durch die Stadt watschen, während ich ein bisschen was hier erzähle. Mal ein bisschen einkaufen gehen. Ja, Phantasy Star 3 fällt halt komplett aus der Reihe. Phantasy Star 3 spielt auch, oh Gott, ungefähr 27 Jahre oder so nach dem Teil und auf Alisha 3. Das ist eine Art Raumschiff. Während der Teil hier wieder auf unserem Planeten Botavia spielt, der urbanisiert wurde und im ersten Teil eigentlich der Wüstenplanet war. Auch nach dem Sturz von Mother Brain ist es immer noch ein teilweise grüner Planet. Können wir hier raus? Ne, können wir noch nicht, kann ich nicht zeigen. Einkaufen wollte ich ein bisschen, na, nicht hier. Ich wollte Waffen kaufen, ich will auch schlafen. Nimmst du keinen Waffenladen? Ich wollte jetzt eigentlich Waffen kaufen. Hier gibt's nicht. Na, dann gucken wir mal. Dann können wir uns jetzt ein paar Monomats mitnehmen oder so. Okay, wir holen ein paar Monomats. Das ist schon mal immerhin etwas. Ja, wir sind also wieder auf unserem Planeten Motavia. Wir werden auch noch auf Dezoris kommen. Das knüpft wundervoll an Phantasy Star 2 an. So, hier noch eine gekauft. Mal schlafen legen und dann werden wir da richtig Ambule machen da unten in dem Keller. Und mal rausbekommen, warum hier in der Stadt Monster sind. Ja. Wie gesagt, Phantasy Star 3 reiht sich ja mehr. Es spielt zwischen 20 und 30 Jahren hier nach erst statt. Und das Ende von Phantasy Star 3, wenn man die richtige Wahl getroffen hat, spielt ja, dann endet ja dann in einem schwarzen Loch, was Alisha 3 zurückwirft zur Erde, oder besser gesagt zum Mond beim Planeten Erde, noch ein Jahrhundert Jahre vor Phantasy Star 1. Also eigentlich hat der Sinn von Phantasy Star 3, dass das Raumschiff sowieso kaputt gehen wird, auf den die alle leben und die werden alle sterben. Aber das werdet ihr sicher alle erfahren, wenn ihr euch Phantasy Star 3 anguckt. So, was hab ich denn jetzt gefunden? Das ging etwas zu schnell. Ich mache ja keinen Frameskip. Warum ist das alles so schnell? Ja, Alice. Bumerang werfen. Total neue Erfahrung. Unsere Alice haben immer mit Schwert gekämpft. In Phantasy Star Gaiden war sie ja übrigens auch wieder mit bei. Die Original-Alice auch. Ich habe Phantasy Star Gaiden gerade durchgespielt, zum allerersten Mal, mich überhaupt damit auseinandergesetzt. Es ist Geschmackssache, das Spiel. Man muss die Story auch nicht unbedingt kennen, um jetzt da durchzusehen. Also eigentlich die Hauptstory, der Hauptstory-Strang ist ja nun Phantasy Star 1, 2, 3 und 4. Und reicht durchschnittlich auch, wenn man die kennt. Diese Nebendinger, Phantasy Star Adventure und so, sind wahrscheinlich Lückenfüller, ihr wisst. So. Später werde ich wieder mit Frameskip in den Kämpfen arbeiten. Ich will bloß erstmal so ein bisschen präsentieren. Wir erlernen wieder Zauber, nicht wie in Phantasy Star Gaiden, wir müssen uns kaufen oder so. Antidot, ach, auch was Schönes. Die Laufgeschwindigkeit finde ich absolut geil. Wir haben wie bei Phantasy Star 3 eine Gruppe von 5 Leuten. Als Maximum.
Und können im Gegensatz zu Phantasy Star 2 diesmal nicht wählen, sondern das ist immer vorgeschrieben vom Storystrang. Das Spiel ist extrem linear übrigens. So, was ist das? Wie ihr schon sehen könnt, werden hier scheinbar Monster gezüchtet. Und wir werden mal gucken, ob wir da überhaupt eine Chance haben. Schass. Tarn wird sich auch nochmal heilen, bevor wir da loslegen. Ja, ihr seht schon, Alice hat Level 7, während die anderen nur Level 2 haben. Also ist schon ein bisschen weiter. Gucken wir nochmal, ob wir hier ausrichten können. Vortex. Also ja, genau. Zum Kampfbaum. Es gibt neue Sachen. Hier ist mal wieder normal kämpfen und dann natürlich die ja, Magien. Shift ist natürlich Beschleunigung quasi. Fui, der Feuerball quasi. Sana kann ich jetzt nicht sagen. Und hier sind die das sind spezielle Manöver, die sie ausführen können. Sie jetzt Vortex vielleicht mal benutzen. Er probiert es mal mit Earth und was hat er? Er hat Vision. Damit kann man glaube ich gucken, wie der Gegner noch kann. Was ist Gelun? Wir probieren es gar nicht, was Gelun ist. So, sie Earth hat gar nichts gebracht. So, Kommando Gelun macht anscheinend Vortex. Sie greift ihn an. Er greift hier an. Und er wird Gelun machen. Der Fallschirm, den will ich aber auch nicht. Ja, egal. So, der produziert ganz fleißig hier seine Viecher. Finde ich gar nicht lustig. Er kann nur heilen. Attacke. Ja, wir können mal Vision machen. Mal sehen, was wir erfahren. Ja, in dem Spiel, wie gesagt, ist mehr storylastig. Die Begleiter werden ständig ausgetauscht, bis auf Chass. Der ist permanent dabei und ich glaube, wir kriegen auch noch einen Ren-Type. Was hat Vision jetzt gebracht? Ich weiß es nicht, ich habe nicht aufgepasst. Ah, Vortex macht hier schon eine Menge. Die können gar nichts. So, hätten wir den auch schon. Attacke und Attacke. Egal, alles umwuchten jetzt. Dann geht das nämlich im Storystrang weiter. Ja, wir sind Kopfgeldjäger, oder besser gesagt, Alice und Chas sind Kopfgeldjäger. Han ist ja eine Art Student oder so. We did it. Just you need more practice. Stimmt wirklich, also ohne sie hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Ja, bist du doof? Das kann sich ja wohl jeder denken, was das ist. Tja, da die gezüchtet werden, wird's wohl kein Mysterium sein, sondern da mag ihn euch nicht. Ich weiß noch nichts. Na, dir glaube ich das doch. Du siehst auch so aus. Das ist das erste Mal. Really? Ja, das ist wirklich wahr. Nehmen wir Hahn auch wieder mit. Haben wir so einen Escape-Pipe? Naja, gut, wir wollen sowieso Levels haben, also laufen wir einfach mal raus. Wie gesagt, später werde ich wieder mit Speed-Up arbeiten, damit wir ein bisschen durchkommen und Story angucken können. Wir werden uns nicht jeden Kampf angucken. Das Hochleveln werde ich natürlich auch wieder rausschneiden und auch mit einkaufen, wenn ich stundenlang mir Waffen angucke, was sie bringen und so weiter.
Aber da sind wir ja überall noch nicht. Das ist ja alles noch viel zu weit vorgegriffen. Ich kann euch nur empfehlen, guckt euch das Ganze an. Phantasy Star 4 ist wirklich die Krönung der Geschichte. Auch wenn ich technisch Phantasy Star 2 besser finde. Wo die Musik hier besser ist. Koffein nehmt mir nicht übel, dass ich euch das nicht mehr vorlese. Aber wir haben hier keine Sprachausgabe mehr. Koffein macht wohl nicht zu schnell für euch. Wenn nicht, müsst ihr die Pausentaste mal benutzen. Nicht? So fake ist er ja nicht. Ist ja quasi wie eine Einladung für uns, oder? Das ist geil. Dir. Ja, das ist Eierlege, so ein Kusatz, aber geil. Ja, wie gesagt, ich fand es jetzt sehr einladend, nach Birth Valley zu gehen, oder? Was sagt ihr dazu? Müssen wir eigentlich schlafen? Ja, vielleicht kommt jetzt die Frage bei einigen, warum spielst du jetzt eigentlich Phantasy Star 4 und nicht Phantasy Star 3? Ja, Phantasy Star 3 macht gerade jemand anders ein Let's Play zu. Wir kommen jetzt hier raus, perfekt. Ja, mal einen anderen. Wie gesagt, hier draußen kann man super schnell laufen, wie man sieht. Es gibt auch super krasse Gegner, die wir in Phantasy Star 1 schon hatten. Toll. Ich liebe diese Anspielung auf die alten Teile. Ja, Phantasy Star 3 spielt gerade jemand anders. Ich muss dazu sagen, er spielt blind. Also das geht dann doch ein bisschen langsamer vorwärts, als wenn ich hier am Schnippeln bin. Ich hätte absolut Bock, muss ich sagen, Phantasy Star 3 zu spielen. Habe ich so eigentlich mehr Bock als auf Phantasy Star 4. Aber ja, wenn es schon eine Miele.
Ja, ne, wurde halt schon die Macht gerade und ne, dann mache ich halt Phantasy Star 4, weil der die Macht hat, der hat auch Phantasy Star 4 abgebrochen, wie es aussieht. Schon seit einem Jahr jetzt dann nicht weiter. Aha. Hier seht ihr auch links, was die Leute anlegen können an Waffen. Das ist schon mal sehr übersichtliche Macht. Hier, wie gesagt, wenn du in ein Haus reingehst, hast du jetzt eine richtige Oberfläche, wie bei Phantasy Star 3 schon. Bei Phantasy Star 1 und 2 war der einfach bloß ein Bild, wenn man in den Laden gegangen ist. So, ich werde mich jetzt ein bisschen hochleveln und ordentlich ausstatten. Und dann sehen wir uns hier in Miele weiter und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei wie ich. Achso, ja. Seht ihr eigentlich hier, dass hier so Wüste ist? Hier ist schon grün und warum ist das? Warum hält sich das so? Weil da jemand am Fegen ist. Bei der Wüste. Erinnert mich nur an durchkämmt die Wüste. Ich fege, ich fege. Ja, da bin ich auch ein bisschen erschöpft. Okay, wir sehen uns gleich. Bis gleich. So, ein genereller Zwischenruf jetzt gerade mal. Bin gerade am Einkaufen. Das Ganze funktioniert hier mit den Anliegen so. Wir haben wieder endlich ein gesamtes Inventar für alle. Nicht wie bei Phantasy Star 3 und 2, wo jeder ein einzelnes Inventar hatte, sondern wir haben wieder ein gesamtes Inventar für alle. Finde ich super. Können wir komplett durch drauf zugreifen. Wenn wir jetzt was anlegen, wie zum Beispiel für Alice jetzt halt ihren Slasher einkaufen zu treten. Dann seht ihr seht da unten links den Screen mit, was sie auf dem Kopf hat, danach linke Hand, rechte Hand und ihre Rüstung. So, und wenn man jetzt auf Equip geht und Alice wählt, zeigt automatisch nur die Sachen aus dem Inventar, die sie auch anlegen könnte. Wenn wir den jetzt nehmen, ist die Frage linke Hand oder rechte Hand, und ihr seht oben die Veränderung, die stattfinden würde. Ihr müsst also nicht immer vorher Status gucken, nachher Status gucken, nein, das wird euch vorher gleich angezeigt. Probieren wir mal Boomerang, okay, sie hat Lederkrone und so. Kaufen wir ihr mal einfach jetzt so schnell eine schöne Rüstung. Nee, geht nicht, gibt's nicht. Okay. Machen wir was anders. Gucken wir mal, was hat denn. Nee. Status. Ist da. Schass hat zwei Hunting Knives. Mal sehen, ob wir was Schönes für ihn finden. Stahlschwert ist definitiv besser. Kommt da. Jetzt mal nur noch einen Angriff, aber der ist dafür. Der hat es dafür in sich. So, machen wir Equip. Schass und wie gesagt, nur Stahlschwert wird angezeigt. Und wir sehen, wenn wir das jetzt in die Hand nehmen würden, wären zwei Händer. Geht die Angriffskraft hoch und die Verteidigungskraft geht hoch. So. Wundervoll, oder? Ich rüste mich weiter auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind frisch ausgerüstet. Vier Jahre nun nicht. In der Stadt sind eigentlich nur zwei Leute, haben zwei Leute was Interessantes zu sagen hier. See the castle beyond the quicksand. Ah, schon interessant, oder? Einfach von heute auf morgen mal ein Schloss gebaut. Und ne. Ist relativ uninteressant, was der sagt. Ja, der hat noch was zu melden. Birth Valley suchen wir ja. Dann müssen wir erstmal nach Thema gehen. Thema ist nordöstlich von hier. Thema, erinnert euch an Thema, Phantasy Star 2? Zentrale Stadt und er erzählt uns auch was über Thema. Es bin destroyed. Ja, wir werden es sicherstellen. Du bist ja zu beschäftigt. Generell möchte ich mal zu der Stadt sagen: Guckt euch mal an, hier, wenn man durch die Stadt läuft, wie das eigentlich alles aussieht. Und kurzer Rückblick an, was die Programmierer bei Phantasy Star 3 gemacht haben: Die haben da einfach eigentlich eine Stadt gebaut, wo immer östlich, westlich und südlich eigentlich nur ihr Büsch war, nördlich immer eine Mauer. Die Städte waren immer gleich aufgebaut, immer so ein Hauptweg nach Norden und Süden und dann ein paar abgehende Häuser. Eigentlich haben die nur eine Stadt programmiert und die immer in anderen Farben dargestellt.
total langweilig, vor allem bei Phantasy Star 1 und 2, ihr habt jetzt schon Städte, die anders gemalt waren. Und bei Phantasy Star 3 wurde komplett rausgenommen. Ich finde es schön, dass in Phantasy Star 4 wieder jede Stadt hat eine andere Größe und seinen eigenen Charakter. Dann bei Phantasy Star 1 und 2 war der, wie gesagt, wenn ihr in den Häuserjagen seid, dann kam einfach nur ein Bild und dann konntet ihr da kurz sprechen, einkaufen und sonst was und dann seid ihr da rausgeflogen. Bei Phantasy Star 3 war das erste Mal, dass die Häuser, dass man in die Häuser reingehen konnte und da was machen konnte. Allerdings waren die Häuser immer relativ langweilig, durchschnittlich dann ein Bett und ein Tisch oder so oder ein Bett und ein Stuhl. Und interessanter war es auch nicht. Hier habt ihr wirklich die Häuser haben. Ihr wisst, Flair haben sie eingebaut. Also die haben sich deutlich verbessert. Die haben wirklich die ganzen Sachen, die Fehler, die sie gemacht haben in Phantasy Star 3, weil in Phantasy Star 3 hatten wir wirklich viele, viele Rückschritte zu Phantasy Star 1 und 2. Und ich finde es schön, dass sie die ganzen Fehler wieder ausgebügelt haben. So, wir werden mal weitergehen, während ich euch total tot quasi Mini-Würmchen. Ja. Manche Leute haben ja Würmer, ich hoffe, die sehen dann nicht so aus. Ansonsten immer schön Fingernägel schneiden und darunter sauber halten, ansonsten kriegt ihr hier so eine Mini-Würmer. Meine Güte, ich möchte auf Phantasy Star 3 jetzt wirklich nicht schlecht reden. Ganz ehrlich, ich würde super, super gerne, ich würde lieber spielen als Phantasy Star 4 jetzt. Und es ist ein super Spiel, aber die haben Sachen falsch gemacht, wie gesagt, die Dörfer, der Aufbau der Dörfer ist absolut. Denn dass sie die Story nicht richtig aufgeklärt haben, zu Anfang, wo man nicht so richtig sich zurechtfindet, wo man eigentlich gerade ist. Ja, wir haben auch übrigens wieder dieses Kampfsystem, dass man durchkämpft und unterbrechen kann in den Kampf oder einfach weiterlaufen lassen kann. Also alles wie in Phantasy Star 2 auch war, das haben sie komplett weiter übernommen. Kommando, du kannst kämpfen, du kannst auch kämpfen, du kannst dich auch selber heilen. Wir werden hier wahrscheinlich ein bisschen mehr mit Zauber arbeiten müssen als in den anderen Phantasy Star Teilen, weil die Kämpfer werden hier wirklich unmenschlich schwer irgendwann. Poison. Dann haben wir hier Antidot. Technik. Ne, die kann er ja nicht. Ja, denn jetzt hier Kombos, Makros. Makros, wir können hier, Makro, seht ihr, könnt ihr euch mehrere Makros vorbasteln. Was heißt das? Ihr könnt dann im Kampf ein Makro benutzen. Beispielsweise, wenn wir jetzt mal hier, machen wir einfach mal vor, löschen den Makro, das war nur eine Arena-Angriffs-Makro. Wir nehmen Alice, lassen wir beispielsweise Sana machen als erstes. Dann lassen wir Chas, Earth machen und Hahn kann ja einfach mal Watt nehmen. So, dann können wir den Makro speichern und passt auf, wir suchen jetzt mal einen Kampf. Na los. Die Zufallskämpfe sind zum Glück nicht mehr so krass wie früher. Und jetzt könnt ihr hier statt Kommando, könnt ihr eure Makro sehen und die einsetzen. Wenn ihr eine gewisse Reihenfolge und so was einhaltet, dann wird daraus so eine Art Mega-Makro. Also können die Kräfte von mehreren vereinen. Und naja, dann wird es so ein bisschen Power Rangers mäßig. Ja, jetzt mache ich mal wieder einen normalen Angriff. Ja, dann gibt es auch eine Liste im Internet über diverse Multi-Angriffe und dann habt ihr hier Saber Rider mäßig alle vereinen sich und dann gibt es ganz dick auf den Kopf. Werden wir bestimmt noch sehen, werde ich bestimmt noch zeigen, weil wir sagen, diesmal kann ich leider nicht einfach Speed up und durchrennen. Das funktioniert bei dem Spiel leider nicht so schön wie bei den anderen Teilen. So. Seh mal. So, da sind wir wieder. Guckt euch mal hier bei Alice genau das Menü an. Guckt mal auf ihr Alter. Fragezeichen, Fragezeichen. Das bringt uns näher zu dem Schritt, dass wir glauben, dass Alice Brankman, wie sie heißt, Alice Landale ist. Übrigens dürfte euch auch was auffallen, wenn ihr über den Namen nachdenkt, denn wisst ihr, in Phantasy Star 3 hat dieser Name auch ein bisschen was zu tun. So, ein Thema. Die Leute sind grau vor Angst, weil die sind in Stein verwandelt worden. Außer bei Familie Fritzel im Keller. Ah, da kommt man rein hin.
Und die Fritzelkinder, denen geht's noch gut. Die haben jemanden mit schwarzen Klamotten gesehen. Ja, vor wem haben sie mehr Angst? Vor Papa oder? Da, 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 da. Raus hier. So, ich habe mir vorgenommen, im Gegensatz zu den anderen Fantasy-Dateien, wir werden nebenbei mal, wenn wir Zauber lernen und so, werden wir mal gucken, was die bringen, was die machen, wie stark die sind. Carbon-Schild. Kommen ja keine Gegner? Ziemlich langweilig. Oh, ein Gegner. So, Kommando. Beginnen wir doch gleich mal mit Shift auf Schasten. Rest ist klar, brauchen wir nicht testen. Greifen wir an. Und er kann mal Watt probieren. Watt greift noch ein Einzelnen an. Okay. Angriffskraft wird gesteigert. Ich speichere mir mal nebenbei eine Tabelle, wenn ich ab. Falls ihr jetzt, falls ihr bei euch ein bisschen stockt, die machen wir jetzt für mich mal Pause, um mir das mal zu notieren. Du sollst jetzt wieder was ausprobieren. Shift hatten wir, probieren wir Sana. Er probiert Helon. Sana, Agility geht hoch. Später noch mal. Kommando, Attacke, Attacke, Attacke. Dip, dip, dip. Oh, Versuchsobjekte für Gelon und Fui. So, Fui greift ihn an, dürfte eigentlich klar sein. Dürfte ja unser bekannter Feuerball sein. Gelon greift. So, nee. Wie gesagt, wenn wir jetzt ein paar Zaubersprüche dazulernen, werde ich versuchen, immer euch auf dem Laufenden zu halten, was die machen, wieso, weshalb, warum. Vielleicht kriege ich auch irgendwo eine Liste mit den Makros ran. Carbon Suit. Die ist schon so stark, kann er doch anders tragen. Er kann auch tragen. Er auch, ja, wie ein Schass. Okay. So, und jetzt weiter mit. Vortex greift einen an. Ja, Earth, noch ein Vision anscheinend alle. Dex geht hoch. Okay, wir wissen immer noch nicht, was Earth macht. Kann mir einer helfen und mir sagen, was Earth jetzt nun bedeutet? Ich weiß nicht. Man kann es auf ihn machen. Wenn man normal angreift, vielleicht funktioniert das bei diesen Viechern nicht. So was stört mich, also so was hasse ich wirklich, wenn ich nicht rauskriege, wofür was ist. So. Ja, das wissen wir ja inzwischen. Ja, das ist das gleiche, was du gerade gesagt hast. Und da ist ein Special-Vieh. Der Professor, den wir gesucht haben. Ah, diese Zeichendinger finde ich einfach zu geil, dass sie das nicht in allen Fantasies dann so gemacht haben. Sieht aus wie ein ziemlich geil gemachtes Comic. I can't believe someone is able to cast such a spell in this day and age. Ja, Zauber scheinen ziemlich abgeschwächt zu sein. Und sie kennt sich da wohl ein bisschen aus, scheint schon ein bisschen älter zu sein, die junge Dame.
Außerdem kennt er eine Medizin, die Leute zurückverwandeln kann. Woher kennt sie die bloß? Ja, damals haben wir die auch im Octavia bekommen. Ja, ja. Kapitalistisch ist wohl über die Jahre gewohnt. Du Teufel! Ja, ist so geil. Oh, wir sind rausgekommen. Ohne ich hab nicht geschnitten, ja. Wir sind wirklich einfach so rausgekommen. Alles klar, dann geht's weiter. So, nachdem ich Phantasy Star 3 jetzt lange schlecht geredet habe, möchte ich mal dazu sagen, dass mir das Zaubersystem mir bei Phantasy Star 3 wesentlich besser gefallen hat, weil es wesentlich vereinfacht war. Hey, 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 neue Gegner. Das war lieber. Wir greifen mal den Locus. Der war mehr dann. Hahn sollten wir mal heilen. Ja, kann man wieder Earth probieren. Ja, mach ruhig auf den Locus. Wir wollen mal sehen, was es überhaupt bringt hier. Ich will, dass Earth was bringt. Bringt man wieder überhaupt nichts. Chess Level is increased. Und er hat zugelernt. Ja, reimt sich, er hat zugelernt. So, Leute, ich weiß immer noch nicht, was Earth bedeutet, was Earth macht. Wenn einer von euch weiß, schreibt es in die Kommentare. Ich krieg es nicht raus. Wir probieren es weiter. Ja, warte mal, wir werden erstmal zutesten. Den kennen wir nämlich noch nicht. Zugreift einen an. Schon mal sehr interessant. Wir wollten Hahn heilen. Das merken wir jetzt endlich mal. Oh, was haben wir hier? So. Oh. Ich komme hier mit meinen ganzen Fenstern nicht klar. So, Alice greift das mal alle an. Du kannst Hero fahren und du wirst dich jetzt mal hier selber heilen. Oder auch nicht mehr. Also Scheiße gebaut habe ich da, ne? Okay, wir sind hier fast an der Stadt, ich laufe jetzt trotzdem zurück und wir sehen uns dann gleich wieder geheilt. Bis gleich. Wieder zurück, wieder am Leben. In Malcolm mittendrin. So, guck mal, was gibt's denn hier? Sieht ja schon kaputt aus. Und da steht jemand rum. Rune! Die kennen sich anscheinend Peter. Hey Alice. Haben wir vielleicht nicht gesehen. Ja, die Bete sollten sich auch kennen. Long time ago. Ja, wir suchen danach. Tunnel. Hm.
Ja, die Beete passen auch zusammen, oder? Da oben rechts. Alice und Rune. Ja, warum denn? Er findet... Hahn hat also ein bisschen was dagegen. Na egal. Wir haben Runen dabei. Ja, Level 17 ist, was deutlich über dem Rest von unseren Leuten ist. So, wir sollen nach Osten. Da ist Krupp. So, hier sieht es folgendermaßen aus. Krupp. Hahn. Ja. Er will hier anscheinend nicht her, weil das ist seine Heimatstadt. Warum auch immer er hier nicht her möchte. Machen wir eine Jade. Ja, dann können wir noch seine Eltern besuchen gehen. Ansonsten wurde uns hier erzählt, dass es am besten Feuer gibt, dass im Norden die der Durchgang nach Tournoi gesperrt ist. Das ist eigentlich so interessant. Hier ist sein Vater zum Beispiel noch. Kriegt BAföG, ist doch okay. Und das muss man beim BAföG auch so annehmen. Cool. Seine Mutter. So, ich gehe jetzt hier noch shoppen. Ein paar Rüstungsgegenstände und dann geht's auch gleich draußen weiter. Bis gleich. So, wir haben wieder ein bisschen was zu testen. Gra können wir testen, können wir noch nicht. Arrows können wir testen, können wir nicht. Hinas und Rüka ist das klar, und Rüka ist klar, waren Fantasy Star 2 schon. Hinas ist wie ein Esker-Pipe und Rüka wie ein Telepipe, also heraustransportieren aus Dungeons und zur letzten Stadt zurückkehren. Und haben wir hier Flaeli und, oder Fleeli und Heaven, sozusagen Heaven Hoon. Ja, wie auch immer. Müssen wir auch noch alle durchprobieren. Sein Alter ist auch fraglich, wie bei Alice. Das spricht, dürfte euch ungefähr einen Hinweis darauf geben, was ich damit meine, und ich will nicht zu viel spoilern. Aber es ist ziemlich geil von der Geschichte her, passt das schön in das Universum, wundervoll. Und da ist die Höhle übrigens. Schön, dass Kämpfe kommen. Das heißt für mich nur, du kannst hier wieder Erde, das ist mir, ich will rauskriegen, was hat es. Ich dachte erst nicht. Ja, wir haben uns neu ausgerüstet. Ich habe auch ein Telepipe und Escapipe geholt. So, wir wollen wissen, was ist Gra. Gra greift das mal alle an und nicht zu knapp scheinbar. Okay. Ja, der Eingang ist blockiert. Nicht schwitzen. Thank you.
Also, da können wir zumindest schon ahnen, was Flaeli sein wird. Wow. Ja. Trotzdem müssen wir hier rausbekommen, was hier welcher Zauber bedeutet. Du haust einfach irgendwo drauf, ist mir wurscht. Du probierst mal Arrows, kenn ich auch noch nicht. Und da stand mal wieder nicht, was er gemacht hat. Ey, ich hasse es. Earth bringt immer noch nichts, Arrows sagt eben auch nichts. Och man, das macht doch so keinen Spaß. Ist da was? Ich habe ja auch die Geschwindigkeit gerade mal ein bisschen hochgesetzt von den Battle Speeds. Vielleicht mal wieder runter, das ist vielleicht aktiviert ein bisschen was. Um mal auf den Punkt zurückzukommen, wenn jemand stirbt, ist er, weckt man ihn einfach dadurch, dass man schlafen geht. Im Spiel speichern, die Kirschen sind abgeschafft, speichern kann man ganz normal überall. Also ich glaube in Caves nicht, nee, aber draußen kannst du überall speichern, unabhängig von irgendwas. So Battle Speed, machen wir mal hier Mittel. Vielleicht kriegen wir denn ein bisschen was raus, was diese Magien hier bedeuten, bringen und so weiter und so weiter. Komm hier, mach den Earth, ist mir wurscht, wir wissen was das bringt. Steht nicht da, finde ich fies, du machst Gras. Okay. Weiter jetzt. Also Gra greift erstmal alle Gegner an. Nicht nur eine Gruppe oder so, sondern sämtliche Gegner. Zieht ca. 75 ab, wie wir das jetzt rauslesen konnten. So. Was Earth bringt, steht hier immer noch nicht. Wir probieren es weiter. Irgendwann muss ja mal klappen. Und ich will wissen, was Arrows ist. Steht nicht da. Okay, der nächste Aufruf an euch. Wenn ihr wisst, was Earth ist, sagt's mir. Wenn ihr wisst, was Arrows macht, sagt's mir. Ja, weil was nicht da steht, kann ich nicht identifizieren. Der tut mir leid, vielleicht krieg's ja irgendwo nachher. Benutzen wir mal Heaven. Heaven für Arme. War auf jeden Fall. So, Crossguard, das ist geil. Chess bekommt Crossguard. An sein Level steigt. Ah, hier sieht er keinen Mensch durch mehr. Hier werdet ihr mal sehen, hier Crosscut. Zeige ich euch gleich mal. Ihr seht, Crosscut. Heike mal wieder nicht auf etwas. Wie immer. Egal, wir machen weiter. Also Crosscut hat fast vierfach abgezogen von dem, was er jetzt einzeln abgezogen hat. Wird auch immer wieder benutzt werden von ihm. Das lernt er, lernt er immer mehr zu benutzen. Das hat übrigens hier. Die Anzahl dahinter, X5 heißt, kann sie zum Beispiel 5-mal benutzen. Das verbessert sich mit den Levels her. Er zum Beispiel konnte Crosscut jetzt nur 1-mal benutzen, irgendwann kann er das dann 17, 18 Mal benutzen. Wird in den Endkämpfen dann immer wieder lustig werden. Und das ist auch glaube ich kombinierbar mit ein paar Sachen zum Makro. Hahn ist abgeschmiert, weil ich nicht aufgepasst habe. Egal. Ich will keine Zeit verschwenden. Hast du doch recht. Boah, ich will dich heilen, Alice. Wirklich. Solange du noch lebst, will ich dich auch noch heilen. So, irgendwann muss doch diese blöde Stadt hier kommen. Raus hier. Da sind wir. So, und Tonö.
Wie ihr seht, gibt es hier mal wieder die Ureinwohner Motavias. Ja, wie in Teil 2 und Teil 1 von den 1 waren sie noch böse, in 2 waren sie schon gut und Schrottsammler und wie immer sind sie auch Schrottsammler, wenn man sich so ein bisschen anguckt. Die erzählen ihnen, dass man zum Großvater sollen, wenn wir über Ashline was erfahren wollen. Und der ist in dem Zelt, glaube ich. Unten rechts, ja. Gehen wir mal rein. Und ihr Hauptprodukt hier sind Titanium-Sachen. Komischerweise hat mir noch keiner was angeboten zu verkaufen. Aha, der Informationsmangel. Ja, aber Titanium wollen wir auch was wissen. Ja, das wollen wir mal wissen, was wir über alles hier erfahren. Die Motavianer-Einwohner kennen die beiden wohl noch. Doch gut, nehmen wir ja nach. Warum ist die Musik jetzt weg? Da ist er wieder. Hallo, also, jetzt formiert euch neu. Ha, danke. So, bist du wieder? Okay, die haben also auch noch eine kleine offene Rechnung mit Sio. Können wir hier einmarschieren. Dann, dann. Ja, es gibt ja immer so einen kleinen Trick. Basement. So, hier werde ich erstmal ein bisschen sammeln. Was haben wir denn so? 7, 6, 5, 6. Ich werde mich mal auf Level 9 oder 10 erstmal hochsammeln hier. Bis gleich, Jungs. So, während des Sammelns jetzt mal. Ich kann es kaum fassen. Das hier sind Läden. Ja, hier können wir uns neu ausstatten. Also, zur Information, ich werde mich jetzt ein bisschen neu ausrüsten und dann werde ich weiter leveln. Und wenn ich neue Zauber erlerne, werde ich euch die zwischendurch mal vorführen. Bis gleich. So, neu erlernte Zauber aktuell. Alice hat Zahn gelernt. Der kann man gar nicht.
Und wir haben ja Gris dazu bekommen, der kann Bros. Mal gucken, was er bringt. Zahn greift erstmal alle an. Keine Ahnung. Dann probieren wir Crash. Greifen wir von der Einzelnen an. Hätte er nicht verstehen müssen. Okay. So, Hahn hat Doran gelernt. Mal sehen, was er macht. So, Alice hat gerade Moonshade gelernt. Ich, der Test. Ich kann nicht begreifen, was diese Sachen machen sollen. Wir probieren es mal nochmal. Ah, ne, hier daneben. Tja, wer weiß. Bitte. Einfach wieder mal einen Kommentar schreiben. Das, die Sprüche hier sind streckenweise so unübersichtlich. Ohne Liste ist man da am Eimer. Mit Spielspaß und Spannung, gut ausgerüstet, Titanwaffen und ordentlichen Levels. Ausgeruht und so weiter. Geht das hier hinein. Meistens in den Truhen gibt's Geld. Brauchen wir nicht. Sind wir. Mein Geld brauchen Sammelgeld. Die Gegner sind auch nicht mehr so schlimm, also anfangs hatte ich hier wirklich Probleme und musste nach jedem zweiten Kampf hinaus und mich heilen. Dann kam es langsam, dass ich die Titan-Sachen mir leisten konnte, dann ging es schon langsam vorwärts. So, hier wollen wir oben rechts in der Truhe zu einer Titan-Chrome. So, das müsste dann alles nehmen können. Perfekto. Oh, was ist denn hier die Treppe? Das ist keine Treppe. Wie doch, ich muss noch ein bisschen suchen. Diese Fastboard schon gar nicht mehr. Ach so. Okay, ja, haben wir. Okay, so, wir haben die Titan-Kronen und wir suchen immer noch unser Ashline-Zeug, um die oder Alsolin, wie es im ersten hieß. Da ist mal eine Tür. Ja, wir müssen wohl außenrum. Aber da waren zwei Truhen, wie wir gesehen haben. Wir haben inzwischen auch für Chas, Hinas und Rüka gelernt, also kann der uns auch raus transportieren, wenn hier irgendwas passiert, was Ruhen auch konnte. Wir haben Anti gelernt. Heißt, wir können Vergiftung selbst heilen. Leider haben wir noch nicht für um Paralysierte zu heilen. Hahn ist immer noch eine Pfeife. Kann man auch mal dazu erwähnen. Ich hab zwar schon zwei Schilder im Effekt, überlege wirklich schon, ob ich ihn mit zwei Schildern aus statt an der Vorhandstelle als Blocker. Als kleinen Tank. Weil irgendwie, also angriffstechnisch taugt er nicht und so taugt er eigentlich auch nicht. Ja. Yeah. Seht ihr, selbst bei sowas gibt es eine kleine Animation, also nicht Animation, ein kleines Bildchen. Der finde ich schon ganz cool macht.
Klar, kriegst du deine Revenge. Ja, Gris ist ziemlich cool, da kann wirklich ordentlich draufhauen. Ja, ihr seht da die kleinen Mäuse, die hier rumlaufen, also auf dem Wasser hast du manchmal einen Schwan und so. Die hab's in den anderen Fantasies da teilen nicht. Es ist eigentlich fraglich warum, weil und warum sie aus der Konsole eigentlich erst zum Schluss so viel rausgeholt haben. Phantasy Star war ja nun von vornherein ein guter Titel, hat ja auf dem Master System schon einen Erfolg verzeichnet und wurde zum absoluten Klassiker. Jetzt fraglich, warum wurde nicht gleich ordentlich programmiert für Mega Drive, sondern erst zu der Zeit, wo Mega Drive schon tot war. Wie gesagt, 94. So, ich werde jetzt rücken nach Thema. Wir sehen uns dann gleich in Thema wieder. So, wir sind wieder an Thema. Spiel zu Ende. wirklich? Von mir aus hau ab, ist sowieso schwach. Ja, meine ich, die Story ist wirklich um eine geile aufgebaut, als in den anderen Teilen, alleine durch die ganzen Bildchen und so, und nicht wie in den anderen Teilen, mal kurz hier aus dem Laconia-Pot und dann bist du stundenlang am Rundschnitzeln, bis du mal wieder in einen Satz bekommst. Wieder so ein Vieh. Die dürfte ja wohl diesmal kein Problem sein, oder? Wenn das gleiche ist wie vorhin. Oh, ein Crosscut. Den Vortex. Hau zu.
Zeig ja. Hat er eine Glatze hinten? Die wird auch immer teurer. Okay. Guck erstmal, was ich zu kaufen habe, dann sehen wir uns wieder. So, total aufgefrischt bin ich. Hab Hahn eine neue Rüstung gekauft. Hab neue Schilde ins Gepäck gepackt. Und Schas hat eine neue Axt. Ja, und ich beende das hier erstmal. Dann sehen wir uns, sobald ich mal irgendwann Lust habe, weiterzumachen. Für heute reicht mir das erstmal. Danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal.